Hallo und herzlich willkommen im Wald und zum Adventskalender. Und wir machen heute Folgendes, nämlich wir zünden da hinten diesen Turm an. Nein, machen wir natürlich nicht. Das ist schon ein Kinderspielplatz, aber ich hocke hier trotzdem mitten im Wald. Das ist ein ganz, ganz großartiger Grillplatz. Ich will euch gar nicht verraten, wo der genau ist, weil schöne Orte sollte man, wenn man sie kennt, kann man sich glücklich schätzen und bloß nicht im Internet kundtun, wo die sind, dann können schlimme Dinge passieren. Ne? Aber man darf hier ganz legal Feuer machen, gibt viele verschiedene tolle Feuerstellen und das will ich jetzt auch tun. Ne? Nämlich möchte ich gerne eine Fackel bauen aus diesem Stock. Ja? Meine Erfahrung zeigt nämlich, dass durchaus kleine Stöckchen, kleine Stäbe für die meisten Fackelprojekte schon ganz gut ausreichen und schon ganz gut funktionieren. Der lag jetzt eine Weile daheim rum, das heißt, der ist ein bisschen getrocknet. Das macht die Sache natürlich einfacher. Mit Frischholz ein bisschen schwieriger. Dafür ist Frischholz einfacher zu verarbeiten. Bisschen paar Takte zur Theorie. Eine Fackel, wofür braucht zum Geier mal eine Fackel? Wenn man daheim auf dem Sofa hockt, braucht man keine Fackel. Ja, wenn man im Walde ist und da übernachten möchte, zum Beispiel, oder gezwungen ist, im Walde zu übernachten, weil man sich verlaufen hat und man kommt nicht mehr nach Hause und jetzt muss man da irgendwie die Nacht rumkriegen, dann möchte man vielleicht gerne eine Lichtquelle haben. Und ja, die meisten von uns werden ein Handy in der Tasche haben, hatten ein bisschen Licht, ne, aber irgendwann ist da der Akku bekanntermaßen ja leer. Gerade beim Smartphone halten die ja nicht sehr allzu ewig. Wenn man jetzt noch eine Powerbank dabei hat, herzlichen Glückwunsch. Und ansonsten könnte eine Fackel ein Thema sein, weil eine Fackel ist halt per Definition eine mobile Lichtquelle und das ist dann insbesondere sehr spannend, wenn man halt eben des Nächtens noch ein bisschen rumlaufen muss. Orientierung ist damit nicht möglich. Also man kann jetzt nicht eine Fackel anzünden und dann weiß man, wo der Waldausgang ist und wo es weitergeht nach sonst wo. Ich würde also nicht auf die Idee kommen, irgendwie noch großartig nachts rumzulaufen, wenn ich wirklich bloß Fackeln oder eine oder mehrere, ist ja wurscht, als Lichtquelle zur Verfügung habe. Aber wenn man halt eben doch gezwungen ist, ein bisschen rumzulaufen, weil man, klassischer Fall, aufs Klo muss. Ja, man hat vielleicht sogar ein schönes Übernachtungslager und fühlt sich da ganz wohl, aber man muss halt doch aufs Klo. Und jetzt wäre es fatal, im dunklen Wald ohne jedes Licht rumzustapfen und nichts zu sehen und dann versuchen, zurück zu seinem Lagerplatz zu finden. Da haben sich schon häufiger Kollegen von mir, ich selbst auch, wirklich bei verloffen, beim Versuch, nach des Nächtens mal noch irgendwie austreten zu gehen. Und insbesondere, wenn man wirklich zu blöd ist, dann noch irgendeine Taschenlampe mitzunehmen und denkt, da die paar Schritte schaffe ich auch im Dunkeln, das Verletzungsrisiko ist natürlich auch entsprechend groß. Wenn man wirklich im dunklen Wald rumrennt, dann fliegt man ganz schnell irgendwo rein, wo man nicht reinfliegen möchte und ein Sturz auf den Waldboden, ja, der ist manchmal sehr weich und macht gar nichts. Manchmal liegt da auch gerade irgendwie ein sehr, sehr ungünstiger Ast, den man sich dann irgendwo hinrammt und was eine Stichwunde verursachen kann. Das ist leider was, was wirklich statistisch gesehen immer mal wieder vorkommt, wenn man sich die Unfallstatistiken von Forstwirten anguckt. Das ist eine ganz wunderbare Quelle, um rauszufinden, was sind denn so die häufigsten Verletzungen von Leuten, die sehr viel Zeit im Wald verbringen und da auch eben körperlich tätig sind. Ja? Und da ist das also echt schon vorgekommen. Allermeisten Stürze, recht harmlos, aber wenn du wirklich ganz doof auf den Ast fällst, dann kann das auch eine ganz schwere Verletzung verursachen. Und drum ist es hilfreich, beim nächtlichen Rumlaufen im Walde ungefähr zu sehen, wohin man tritt und worauf man tritt. Und dafür braucht man möglicherweise eine Fackel. So, ich habe mal im Laufe der Jahre jetzt so das Standard-Fackelrezept für meine kleinen lustigen Fackeln, wenn ich Spaß an kleinen lustigen Fackeln habe, ausbeniefelt. Und dafür braucht man eben einen Stock. Ja, Stock ist schon mal gut. Dann mehrere andere mögliche Zutaten. Birkenrinde, ja, die brennt. Für diejenigen, die das noch nicht wussten. Also die zwei, die das noch nicht wussten. Die brennt auch nass, die brennt hervorragend. So, und Harz. Das ist ein relativ großer Klumpen Baumharz. Vermutlich, weiß ich gar nicht mehr, Kiefer. Könnte auch Fichte gewesen sein. Habe ich mal geschenkt bekommen, ganzen Kiste von Harzklumpen. So viel brauchen wir nicht. Aber da können wir uns einen Klumpen abmachen, in der Ecke abmachen und die dann für die Fackel verwenden. Also im Grunde reichen diese drei Zutaten aus. Man kriegt eine funktionierende Fackel. Nicht immer. Manchmal besser funktioniert, manchmal schlechter funktionierend. Je nach Stock, je nach Ausgangsmaterial. Harzqualität variiert auch. Harz ist nicht gleich Harz. Ich brauche kurz einen Handschuh. Wird jetzt doch hier langsam ein bisschen.
solange ich nicht unbedingt darauf angewiesen bin, die Hände aus den Handschuhen rauszunehmen, wird es doch ein bisschen kühl hier gerade. Irgendwie so um die 0 Grad. Also es ist jetzt nicht so kalt, aber wenn du die ganze Zeit rumhockst. So, jedenfalls, das sind die drei Hauptzutaten. Ein Werkzeug wäre zumindest mal ein bisschen stabileres Messer von Vorteil, mit dem man halt eben auch ein bisschen was spalten kann, weil hier ist jetzt durchaus das berühmte Betoning eine sehr sinnvolle, sehr praktische Technik, denn wir wollen den Stock quasi hier einmal so spalten und dann noch einmal so spalten, dass wir also eine Viertelung kriegen. Und dann, ich sage es mal, es wäre erstmal in der Theorie, bevor es dann in der Praxis nicht hinhaut, dann habe ich es euch zumindest theoretisch richtig erklärt, dann macht man den Spalt schön tief, ja, so tief, wie man ihn halt kriegt, bevor man Angst hat, dass einem der Stock völlig auseinanderbricht, also die einzelnen Viertel eben rausbrechen aus dem Gesamtverband, und die sollten auch noch eine gewisse Spannung besitzen, um sich von alleine zusammenzudrücken sozusagen, damit das, was man dann da reinstopft in diese Viertelung, auch hält. Da muss ein gewisser Druck vorhanden sein. Braucht nicht viel sein, aber ein bisschen wäre schön. So, und dann stopft man da ganz viel Birkenrinde rein, nach und nach, ne, bis unten, und lässt oben noch ein bisschen Platz, nicht zu viel. Und ganz oben mache ich zumindest immer so, da setzt man dann ein passendes Klümplein Harz. Also der ist natürlich viel zu groß. Passendes Klümplein Harz oben drauf. So, und in der Theorie, auch das nochmal theoretisch, zündet man das Ding dann unten an. Die diversen Birkenrindengedönse brennen hoch. Dann wird es hier oben schon heiß und der Harzklumpen da oben an der Spitze schmilzt und läuft runter. Und dann wird eben der Verbrennungsprozess der Birkenrinde durch das zusätzliche Harz, was draufläuft, wie Wachs, was da oben drauf dann zusätzlich noch drauf tropft, wird der Verbrennungsprozess etwas länger aufrechterhalten. Im Idealfall, das klappt nicht immer und wahrscheinlich bin ich einfach handwerklich nicht begabt genug, dass das jedes Mal klappt, aber ich übe noch. Wenn ich nochmal 20 von den Dingern gebastelt habe, irgendwann klappt es dann auch jedes Mal. Im Idealfall sorgt dann der Harzklumpen, der dann irgendwann so weit geschmolzen ist, dass er das ganze Holz dann noch mit Harz getränkt hat, auch dafür, dass dann irgendwie wirklich einfach der Stab selber dann noch anfängt zu brennen. Damit kriegt man mit sehr geringem Zeitaufwand für den Bau, also wenn man sich so ein paar solche Stöcke zurechtgesägt hat und ein entsprechendes Messer zum Spalten da hat und genügend Baumaterial, also sprich jede Menge Birkenrinde, jede Menge Harz, da kann man innerhalb von ganz kurzer Zeit ganz viele von diesen Fackeln entsprechend produzieren und ist dann für eine Nacht, an der man auch mehrfach aufs Klo muss, wunderbar vorbereitet. Ha? Im Idealfall hat man dann noch ein Feuerzeug. Klar kann man das Ding theoretisch auch mit einem Firestyle anzünden, insbesondere die Birkenrinde-Komponente. Aber Feuerzeug geht natürlich viel einfacher. Und die Idee ist jetzt folgende: Du wachst nachts auf, du hast ein Bedürfnis. Ja, du nimmst dir eine deiner vorher vorbereiteten Fackeln, nicht nachts machen, ne? Das wäre ein bisschen fatal, insbesondere hier. Ich spalte da mal. Im Dunkeln gar keine gute Idee. Ja, wie dem auch sei, dann eine Fackel nehmen, wenn man des Nächtens aufwacht, dann hoffentlich ein Feuerzeuggriff bereit haben, anzünden, Brenndauer. In der simplen Konstruktionsweise so circa 5 Minuten sollte im Regelfall hoffentlich für die Durchführung des Bedürfnisses reichen. Man kann die natürlich beliebig viel größer machen, dann brennen sie erstens lichterloh und nicht zwingend unbedingt länger. Ja? Ein bisschen länger tendenziell schon. Eine weitere Funktion von so einer Fackel, weshalb man die auch richtig groß machen kann, ist natürlich dann wirklich als Abwehr gegen Tiere. Die allermeisten Tiere, die so in der Landschaft unterwegs sind, reagieren nicht unbedingt freundlich, wenn man denen mit einem brennenden Stock entgegentritt und versucht damit langsam genug, dass der brennende Stock nicht gleich ausgeht. Ja, das ist keine Teerfackel oder sowas, damit auf sie zuzugehen und sie damit zu bieten. Dann hauen die ab. Ja, also das ist durchaus, wenn man sonst nichts hat, eine sehr valide Abwehrmöglichkeit gegen Wildtiere. Vielleicht hat man sowieso ein Lagerfeuer, aber wenn dann doch irgendwie, keine Ahnung, das Wolfsrudel ankommt, völlig unwahrscheinlich, ja, völliger Quatsch. Aber nur theoretisch, da kommt das Wolfsrudel, dann will man vielleicht noch in jeder Hand eine Fackel haben und dann... Oder in einer Hand eine Fackel und in der anderen Hand ein Schwert. Und dann kommen die Nazgul. Lassen wir das. Gut. Ich bin da echt geschädigt. Ja.
Der Herr der Ringe kam raus in einer Zeit, als ich gerade in einem Alter war, wo ich sehr beeindruckbar war für heroische Aragorn-Momente und ähnliches. Ja. Gut, das müssen wir jetzt spalten. Standardmäßig, ne, nimmt man da ja sein Messer, legt das dann hier drauf, nimmt gefälligst unten die Hand weg und sollte das auch nicht auf einem Tisch vor einem machen, wenn man das Messer hier oben auf unkontrollierbarer Höhe hat, sondern schön irgendwie auf dem Boden und sich irgendwo hinbegeben, wo kein Verletzungsrisiko besteht. Das machen wir auch gleich und ich brauche noch irgendeinen Knüppel, mit dem ich hier drauf rumknüppeln kann. Holen wir und dann spalten wir das und dann gucken wir mal, ob wir es hinkriegen. Garantieren kann ich nichts. Technik und ich, ne? Also auch Handwerk und ich. Ist immer ein bisschen Roulette. So, hier jetzt vor mir müsste das eigentlich ganz gut möglich sein, ne? Also das ist jetzt auch vom Sicherheitsabstand alle Körperteile, die empfindlich sind, weit genug weg. Und dann versuchen wir das mal. Ja, also Vorteil von Frischholz, das lässt sich besser spalten und hat eine gewisse bessere Elastik. Vorteil von schon trockenem Holz, naja, das brennt halt besser. Und ja, vorsichtig und langsam. Und dann möchten wir schon einen recht tiefgehenden Spalt haben, aber ohne, dass er halt kaputt geht, ne? Sieht man das? Ja, sieht man einigermaßen. Also so grob kann man schon sagen, je tiefer man das hier hinkriegt, desto mehr Material kriegt man natürlich rein und das ist letztendlich ein Vorteil. Aber das soll jetzt reichen für unsere Zwecke. Man muss das auch nicht zwingend jetzt vierteln, das mache ich jetzt, versuche ich jetzt zumindest mal. Funktioniert auch, wenn man es halbiert, auch schon. Und gerade jetzt beim Viertel muss man dann aufpassen, dass einem nicht ein einzelnes Viertel rausbricht. Das geht dann leider ziemlich schnell. Es ist ja nicht so, dass im Wald Holz eine Mangelressource wäre, aber man muss es ja auch nicht unnötigerweise kaputt machen, wenn es nicht sein muss. Gut, langt für unsere Zwecke, hoffe ich. Versuchen wir jetzt mal. Also, ihr könnt sehen, das ist jetzt hier so lustig geviertelt. Das stellt jetzt die Kamera wahrscheinlich nicht scharf, aber erkennen kann man es, glaube ich, trotzdem. Wir kommen zum nächsten Schritt. So, und der besteht jetzt darin, dass wir jetzt hier unseren Stock haben. Und jetzt haben wir hier ein Säckle und keine Handschuhe mehr. Und ein Säckle mit Birkenrinde. Und jetzt stopfen wir immer ordentlich. Kommt drauf an, ne? Je mehr hilft mehr. Und gerade wenn man eben wirklich auch was haben möchte, mit dem man ein Tier abwehren will, dann will man ganz viel Birkenrinde reinmachen, weil mehr hilft mehr. Bundeswehrprinzip, viel hilft viel, wurde immer beim Putzen angewendet, ja. Ganz viel Wasser, ganz viel Spülmittel und dann ging's los. Was heißt Spülmittel, ne? So Fliesenreiniger, so ein Zeug. Abspülen mussten wir ja nicht in der Küche oder so. Haken, wenn das jetzt hier so zusammengedrückt wird, dann geht natürlich eine gewisse Fluffigkeit der Birkenrinde verloren. Und man kann also auch wirklich versuchen, wie wirklich einzeln ganz dünn, ganz vorsichtig und ganz filigran da ganz viel unterzukriegen. Und auch ganz viele kleine Teile und so weiter. Da fehlt mir eigentlich meistens die Geduld. Und es soll ja darum gehen, dass ich demonstrieren möchte, wenn es dann klappt, dass diese Fackelbaumethode eben auch in relativ kurzer Zeit eine brauchbare Fackel ergibt. Das kann man selbstverständlich alles noch viel schneller machen, wenn man nicht nebenher dauernd am Quasseln ist. Das versteht sich von selbst.
das Thema Birkenrinde richtig, richtig ernten, ja, ohne den Baum zu beschädigen. Das spielt natürlich jetzt dann auch irgendwann keine Rolle mehr, wenn man wirklich mal eine Notnacht draußen im Walde verbringen muss und wirklich Angst haben muss, dass man da irgendwie durch die Nacht kommt. Dann kann man selbstverständlich das Zeug auch vom lebenden Baum und unter Schädigung des Baumes abziehen, aber auch nur dann. Ja? Also nicht zu Trainingszwecken, da sammeln wir unsere Birkenrinde selbstverständlich nur so, dass da kein Baum zu Schaden kommt. Also zum Beispiel von Totholz oder sowas. Prima Holz für solche Zwecke ist tatsächlich Hasel. Ja, das ist erstens schön gerade und zweitens ist es sehr gut dehn- bzw. biegsam. Und das bricht einem dann auch nicht so schnell aus und man kriegt dann eine recht schöne Krone in Anführungszeichen hin. Ne? Also jetzt hier diesen Bereich, den würde ich jetzt gerade als Krone bezeichnen wollen. Dann kann man da einen sehr großen Harzklumpen, theoretisch wirklich einen ganz, ganz großen Harzklumpen unterkriegen. Der ist jetzt natürlich wirklich etwas überdimensioniert. Würde ich mal halbieren wollen. Na? Oder ich suche mir einfach einen kleineren, bevor ich jetzt hier mein Messer stumpf mache. So weich ist Harz dann jetzt auch wieder nicht mehr, wenn es mal getrocknet ist. Ja, das ist gut. Nehmen wir den. So, den packen wir oben rein. Jo, und flop. Jetzt schauen wir mal, ob und wie lange das brennt. Wartet mal, ich nehme mal noch das Handy als Stoppuhr. Also ihr seht, das ist total simpel herzustellen. Das kann selbst ich. Das heißt, es muss simpel sein. Und Stoppuhr. Drück mal Start, wir ziehen dann noch ein paar Sekunden ab. Ja, und natürlich Stopp und Löschen, weil das Feuerzeug ist inzwischen kalt geworden. Jetflame-Feuerzeuge, ja, solange sie funktionieren, sind sie prima, aber frisch aus der Hosentasche, das gute alte klassische, kann dann auch von Vorteil sein. So, aber jetzt drücken wir Start und ja, es geht sogar ein bisschen Wind. Na komm. So, jetzt Sattle. Also so ungefähr 15 Sekunden kann ich dann wieder abziehen. Also, zunächst mal prima, ja, wirklich simpel und kurzfristig erstmal ein großes Feuer. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das für die meisten Tiere jetzt so erstmal durchaus respekteinflößend sein dürfte. Bei der Hitzeentwicklung schmilzt jetzt auch unser Harz recht schnell und dann gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Die Birkenrinde ist nämlich eben dann auch schnell aufgebraucht. Das ist so ein bisschen der Haken bei dem Ganzen. Der Harz ist also eine ganz wichtige Komponente. Nur Birkenrinde wäre jetzt in spätestens 30 Sekunden aus. Allerspätestens. Ein dickerer Stock brennt dann auch dahingehend länger, weil ein dickerer Stock dann die Holzkomponente selber ja auch länger brennt. Da hast du einfach mehr Holz, also diese vier Viertelchen, die dann auch irgendwann zu brennen anfangen, was hier jetzt auch gerade der Fall ist. Ja, das funktioniert doch wunderbar. Da habe ich schon schlechtere gehabt. Ihr seht, es geht also durchaus auch ein gewisser Wind. Das ist ja auch wichtig. Was willst du mit einer Fackel, die beim kleinsten Luftzug wieder ausgeht? Ja, das ist nicht zweckdienlich. Sinnvoll ist es, das Ding immer mal wieder ein bisschen zu drehen, damit sie gleichmäßig abbrennt. Und selbstverständlich kann man die auch, während man beschäftigt ist, in den Boden stecken. Ne? Und dann hinterher wieder mitnehmen, um zu seinem Lagerplatz zurückzufinden. Wir sind jetzt bei 2 Minuten. Ich würde mal sagen, zur Not. Na, kommt drauf an, wie man drauf ist, ja, und wie weit man laufen möchte, ja. Aber das reicht, wenn sich das Auge an Dunkelheit gewöhnt hat, ja, dann reicht also die Flamme, ja, die reicht locker als Illumination, überhaupt kein Problem. Damit rennt man nirgendwo dagegen, fällt in kein Loch und so weiter.
Jetzt bin ich aber doch überrascht. Also da habe ich eigentlich schon schlechtere gehabt. Ich habe ohne Kamera eben schon mal geübt, kann ich ja zugeben. Ja. Da hatte ich auch noch mal eine kleine, aber die war nicht ganz so gut. So, und weil das jetzt pädagogisch wertvoll ist, wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen. Das Problem ist ja bei Unfällen in vielen Bereichen, sei es jetzt im Umgang mit Feuer, sei es im Umgang mit der Motorsäge, wenn wir jetzt zum Beispiel im Wald bleiben wollen, ist, dass die dann passieren, wenn du mit was arbeitest, mit dem du dich sehr gut auszukennen glaubst. Und selbst wenn das so ist, ne, dadurch, dass ich merke, da fällt was von meiner Fackel runter, und ich sehe das nur aus dem Augenwinkel, weil ich ja gerade in die Kamera gucke, beziehungsweise sehe es verspätet dann auch auf dem Kameradisplay, dass da was runtergefallen ist, kriege ich aber doch einen Schreck, lasse dann halt eben gleich die ganze Fackel fallen und zünd dabei noch mein Säckchen an, weil dann die Fackel da drauf fällt. Es ist ja auch im Grunde kein schlechter Reflex, wenn dir irgendwas Brennendes runterfällt. Dann die erste Amtshandlung, sich davon zu entfernen, sobald da was Brennendes, Unkontrolliertes irgendwie unterwegs ist. Ist ja nicht verkehrt, aber dass man halt dabei dann logischerweise auch die Fackel fallen lässt, ja, da müssen wir uns halt schon klar machen, dass das nicht ganz ungefährlich ist, womit wir hier hantieren, und das darf man auch niemals vergessen, auch wenn man wirklich häufiger mit Feuer hantiert, ist das so eine Sache, die man immer im Hinterkopf behalten sollte, ne? Also bin ich ganz dankbar eigentlich, dass ich mich da auch jetzt mal auf diesem Wege mal wieder selber dran erinnert habe. Ach so, ja, und der Sack da hinten glüht jetzt noch eine Weile, nur dass ihr euch da nicht wundert. Erfahrungsgemäß vom Glühen entzündet sich Birkenrinde nicht, habe ich noch nie erlebt, dass sie das tut, deswegen habe ich das jetzt unter vorsichtiger Beobachtung, ab jetzt passe ich nämlich auch auf, einfach mal so hingenommen und einfach gewartet, bis das von alleine ausgeht, weil dann verklebt sich das nicht noch mehr mit dem geschmolzenen Plastik vom Sack und ja, ne? So, weiter geht's im Text. Wenn was brennt, immer schön hingucken, ne? Ja, das kann dann böse ausgehen. Ist ja nichts Schlimmes passiert. Aber immer schön hingucken, wenn was brennt, ja? Halte deine Fackel nicht über irgendwas, was du nicht anzünden möchtest. Ja, ich habe jetzt ein Loch in meinem roten, orangenen Sack, ja? Nicht schlimm, solche Säcke habe ich reichlich. Ja, jetzt sind wir bei 3 Minuten 37, 15 Sekunden ziehen wir noch ab, also jetzt 3 Minuten 30. Ich würde sagen, 3 Minuten 30 würde jetzt auch reichen für unser Bedürfnis, und bei der kurzen Herstellungsdauer macht man sie größer, wie gesagt, dann brennt sie länger, größere Klumpen Harz brennt sie auch länger, bis zu einem gewissen Grad. Aber auch das reicht jetzt als Lichtquelle noch locker aus, überhaupt kein Problem. Ja. Wir warten, ne? Oh, hoppla. Ja, jetzt ist sie mir ausgegangen, weil ich hier drum rumgespielt habe. Ich wollte da unten noch die Birkenrinde angezündet bekommen. Hätte ich sie jetzt nicht groß umgedreht, wäre sie wahrscheinlich noch ein bisschen länger am Brennen gewesen. Aber ja, dann so 4 Minuten 30, sowas um den Dreh. Ja, bei wirklich geringem Produktionsaufwand. Und man kann sich da eben auch ganz schnell, vorausgesetzt man hat genug Birkenrinde, eben auch ganz viele davon machen. Ja. Harz gibt übrigens böse Flecken. Das ist ein bisschen wie heißes Kerzenwachs. Also es ist schon heiß und es ist auch unangenehm, aber wirklich, wirklich verbrennen kann man sich damit nicht. Also so richtig, richtig. Ja. Nur falls sich jetzt jemand Sorgen um meinen Gesundheitszustand macht. Oh, da kam noch mein Pflänzchen.
Ja gut, klar. Ist natürlich jetzt wie ein Lagerfeuer, das man wieder anpusten kann. Das kommt ja auch noch erschwerend dazu bei so einer Fackel, wenn die ausgebrannt ist. Man kriegt sie in vielen Fällen wirklich auch nochmal angepustet, dass man nochmal eine kleine Flamme hat. Also angenommen, man ist nicht ganz fertig geworden mit dem Zweck, wofür sie gedacht ist und will jetzt zurücklaufen und hätte nochmal gerne ein ganz kleines bisschen Licht, dann kann man da auch noch möglicherweise nochmal ein ganz kleines bisschen Licht rausholen. So, aber das war es jetzt endgültig. Ne? Also die vier Streben nach oben sind weggebrannt und da ist nicht zu erwarten, dass hier nochmal viel passiert. Naja, gut. Ja, haben wir gesehen, ist meiner Meinung nach wirklich so die einfachste und lustigste Variante, sich eine Fackel zu bauen. Einfach ein paar Mal ausprobieren, wenn es beim ersten Mal nicht gleich groß klappt. Und wenn ihr eine hinkriegt, die 8 oder 9 Minuten oder 10 Minuten brennt oder sonst wie, dann herzlichen Glückwunsch. Aber für meinen Zweck reichen die halt wirklich völlig aus. Ja, das war's. Bis morgen, dann mit irgendwas ohne Feuer und ohne meinen orangenen Beutel, weil der ist jetzt kaputt. Ja, kann passieren.